Moin, Herr Helminger. Das Weekend, das den 6. Printemps des Poètes zu Lützeburg, wie ist es dazu gekommen? Das geht natürlich eben wieder so, die paar Jahre reicht, oder schon, wie es nicht hält. In Frankreich geht es schon mal lang. Das war eine Initiative von Jack Lang in Frankreich. Und du hatten Leute hier, die Idee, dadurch auf Lützeburg zu verdrohen, aber ein bisschen an einem anderen Konzept. Das ist in Frankreich, also der Printemps des Poètes, also die Idee kommt von da, aber das ist ausschließlich Französisch. Und mehr, weil wir hier mehrsprachig sind sowieso. Und wir von Anfang an gesagt, wir machen das international und wir invitieren Poeten aus allen möglichen Ländern und wir machen daraus ein internationales Festival. Und hat das Succes? Also wie können Poeten sich ummelden? Sich dir die oder wird ein Appell gemacht? Wie kommen sie hier auf Lützeburg schlussendlich? Das ist so, dass wir ein Komitee haben, den letztlich das Idee hat, wie können. Und das geht dann so, dass natürlich die Leute, die am Komitee sind, also ich persönlich zum Beispiel, kennen eine ganze Reihe Schriftsteller, Dichter an der ganzen Welt quasi, wo ihn dann persönlich Kontakte hat, wo ich finde, dass die wieder wert sind, dass sie hinkommen. Aber es kommen auch Proposen, weil wir schaffen mit den Ambassaden zusammen, kommen auch Proposen von den Ambassaden von den verschiedenen Ländern, die hier vertreten sind. Und da sind hier wirklich ganz viele Leute, die dann vorkommen. Und da muss man je nach Finanzen, Organisationen und so weiter gucken, wie viele Leute man können holen. Und da geht es schon getroffen. Aber wenn er nicht kann kommen aus der oder der Ursache, der kann ja natürlich da kommen. Wobei man natürlich aufpassen, dass man gewisse Themen anhalten oder Gruppierungen haben, die wirklich international da sind, dass sich lohnt nicht wiederhält, dass alle nehmen aus einem Land normalerweise ein do, dass man wirklich eine flotte Mischung haben von allmöglichen Sprachen und Poeten. Mhm. Aber das ist ja als Thema auch gesagt. Das ist ja als Thema überholt vom Französischen, weil das war für uns auch einfach rein technisch, wenn es Plakaten. Und das ist ein ganz allgemeines Thema, meistens. Und das ist auch das Les Voix du Poème. Und wir hatten dort die Idee, einfach Voix auch zu holen, und wo es wirklich, also Stimme und auch Poesie sonore. Gestern Abend an der Kulturfabrik, wo wir die Ouverture hatten zum Beispiel, haben wir angefangen mit einem Duo Pasang, die machen so Poesie sonore mit Vokalisen, ganz verrückte Sachen, die zum Teil an den Gesang und Musik übergehen, aber auch Text. Und schwerpunktmäßig sind nach so Leute da, man schafft auch mit Musikern immer zusammen, dass sie so leicht Schwerpunkte immer setzt, wobei es aber frei bleibt, weil das Thema ja aber ganz vast ist. Und dann Platz von der Poesie zu Lützeburg. Was meint da, hat die ein Platz, die groß genug ist, oder könnt ihr noch mehr gemacht gehen? Ja, das Dichter sagen schon natürlich, dass nicht genug. Sie hat zu Lützeburg nicht viel ähnlich wie Susanne Zwölsch. Ich meine, dass das immer eine Sache von einer Minorität trotz allem. Das muss ich einfach so sagen. Wir probieren es aber auch zu popularisieren, dadurch, dass wir an die Schule gehen. Wir haben ja auch immer Dichter, die an die Schule gehen. Wir machen einen Konkurs an den Lyceen für die Schüler. An den Oven zum Beispiel, an Gestroven, doch lesen auch Schüler aus verschiedenen Lyceen, die primiert kaufen bei dem Konkurs. Sodass man aber auch von, wie man so eine Minorität das nicht verzweifelt, das aber nur wo es da ist. Und es sind auch junge Leute, die sich wirklich interessieren. Und wir hoffen natürlich, dass es auch über TV sich weiter verbreitet, natürlich. Vielen Dank, Herr Helminger.